Herzlich willkommen hier im Vortragssaal des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. Wir haben hier unsere Traditionsreihe, die Montagsvorträge, nun wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt. Und auch dieser Vortrag wird im Anschluss an diesen Vortrag auf dem YouTube-Kanal des Landesamtes unter dem Stichwort Denkmalatlas Niedersachsen zu sehen sein. Da sind übrigens noch eine ganze Reihe anderer sehr spannender Vorträge. Wenn man Lust hat, kann man da einfach mal nachsehen. Wir haben heute einen ganz besonders spannenden Vortrag über ganz aktuelle Forschungsergebnisse aus Schöningen. Schöningen ist ja diese berühmte Fundstelle an der Kante des Tagebaus im Helmstedter Revier, Braunkohletagebau, wo 1994 in 10 bis 15 Meter Tiefe Fundstellen des Urmenschen entdeckt worden sind. Eine Fundstelle, die ungefähr 300.000 Jahre alt ist. Seitdem wird dort kontinuierlich geforscht und auch aktuell. Die Grabungen laufen an. Inzwischen gibt es dort ein tolles Museum, es gibt dort eine Forschungsstelle und es wird dort weiterhin geforscht. Heute haben wir das Glück, mit Dr. Jordi Serangeli, den Grabungsleiter. Seit 2008 ist er dort vor Ort Grabungsleiter. Er ist angestellt, finanziert aus Niedersachsen, angestellt an der Universität Tübingen. Dort ist das Senckenberg Center for Human Evolution and Paleoenvironment angesiedelt und die haben einen Forschungsschwerpunkt in Schöningen. Das ist also der wichtigste Kooperationspartner von vielen Forschungspartnern, die in Schöningen aktiv sind. Wir haben also heute sozusagen den Berg zum Propheten geholt. Auch in Schöningen können wir derzeit keine Vorträge anbieten und auch noch nicht mal die Ausstellung. Wir werden dort bald eine Online-Ausstellung präsentieren können. Aber heute holen wir sozusagen diese tollen Forschungsergebnisse nach Hannover. Ich begrüße deswegen auch in Schöningen die Interessierten, die Museumsbesucherinnen und Besucher aus dem Forschungsmuseum Schöningen und auch die Mitglieder des Fördervereins Schöninger Späre Erbe der Menschheit, mit denen dieser heutige Vortrag hier in Kooperation entstanden ist. Ich möchte Ihnen ganz kurz den Referenten vorstellen. Dr. Jordi Serangeli ist 1971 in Rom geboren worden. Sie werden seinen italienischen Akzent, glaube ich, gleich auch hören können. Er hat in Mainz und in Tübingen Vor- und Frühgeschichte, aber auch Geologie, unter anderem klassische Archäologie und einige andere Fächer studiert. Er hat seine Magisterarbeit über eine Freilandfundstelle, über die Steinartefakte geschrieben. Promoviert wurde er über Großsäuger, Großfauna, Jagdfauna. Damit hat er sich sozusagen empfohlen für die Grabungsleitung und für diese Projektleitung in Schöningen. Er ist auch sehr viel im Ausland gewesen, in Spanien, in Troja. Er hat dieses Troja-Ausstellungsprojekt daran mitgewirkt und hat auch mitgewirkt bei der großen Landesausstellung Eiszeitkunst und Kultur. Und Sie haben ihn sicherlich schon im Fernsehen gesehen im letzten Jahr mit einigen spektakulären Auftritten. Das Team von Herrn Serangeli hat dort ein zweites Wurfholz entdeckt und vor allen Dingen diesen tollen Elefanten, über den er heute sprechen wird. Da muss ich gar nicht näher drauf eingehen. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Vortrag über diese ganz aktuellen Forschungsergebnisse. Und ich weiß nicht, ob der Kollege das auch gleich verraten wird, aber wir können das schon verraten. 2023 planen wir gemeinsam mit dem Senckenberg Center for Human Evolution and Paleoenvironment eine große Sonderausstellung zum Elefanten von Schöningen und der Elefantenwelt und so weiter. Das ist gerade im Entstehen. Also ich freue mich jetzt und würde jetzt dich, Jordi, bitten, den Vortrag zu übernehmen. Vielen Dank. Ja, danke Henning für die Einführung. Ja, für mich ist auch eine Premiere, jetzt über YouTube einen Vortrag zu halten. Ich werde versuchen, das so lebendig wie möglich zu präsentieren. Und ja, ich hoffe, dass für Sie das Thema interessanter sein wird. Wie Sie sehen, das Thema ist eben die Fundstelle Schöningen. Ein Überblick über eben einige Funde, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Warum habe ich hier nur einige Funde ausgewählt? Weil ich auf keinen Fall heute in der Lage wäre, in 50 Minuten über die ganze Fundstelle Schöningen zu sprechen. Dafür bräuchte ich ja
ja, 20 Vorträge. Das möchten Sie aber sicher nicht, dass ich ja 20 Stunden lang über Schöningen erzähle, was möglich wäre. Das ist ja so, dass deswegen habe ich ja nur die drei interessantesten Funde von den letzten Jahren ausgewählt. Bevor ich aber anfange, möchte ich nochmal betonen, das Projekt der Schöningen ist ein Projekt, das großen Teil von der Ministerium für Wissenschaft und Kultur finanziert wird. Und dieses Projekt lebt von der Kooperation, gerade die Grabung zwischen Universität Tübingen, Senckenberg und das Landesdenkmalamt. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Kollegen vom Landesdenkmalamt. Ich werde, wie gesagt, zuerst die Fundstelle Schöningen als Komplex kurz schildern, einen kurzen Überblick geben. Ich spreche immer von einem Fundstellenkomplex, weil das ist nicht eine Fundstelle, sondern sind mindestens 20 archäologische Fundstellen. Dann werde ich auf den einen Wurfstock, das wir 2006 entdeckt haben, letztes Jahr publiziert wurde, das natürlich auch unterstützt das, was man vorher entdeckt hat, dann auf die Reste von den Säbelzahnkatzen und auf die Elefanten von Schöningen hinweisen und darüber berichten. Erlauben Sie mir aber, dass ich am Anfang betone, einige Aspekte, dass vor Schöningen wirklich einmalig sind. Das ist ein Langzeitprojekt. Dieses Projekt hat das Landesdenkmalamt 1981 angefangen, als klar war, dass östlich von der Stadt der Schöningen ein Tagebau entstehen würde und dadurch, dass 6 Quadratkilometer Fläche für immer weggebaggert werden würde. Da hat Dr. Hartmut Thieme die Gelegenheit wahrgenommen und hat ein Großprojekt gestartet vor 40 Jahren und das Projekt läuft weiter. In den ersten 10 Jahren ist das so, dass Schwerpunkte war das Holozän, also alles, was etwas zwischen heute und vor 10.000 Jahren liegt. Da ist es so, dass die ersten Sensationen kamen 1992 und zwar mit Holzartefakte aus dem Altpaläolithikum. Da ist es so, dass, ich betone nochmal, Holzartefakte. Damals es war so gut wie gar kein Holz aus dieser Zeit bekannt. Deswegen ist auf einmal diese Fundstelle eben sehr, sehr wichtig für alle Wissenschaftler geworden und das war ganz klar, ist einmalig. 1994 bis 1999 hat man dann eben die Speere entdeckt und ausgegraben. Und Sie sehen hier ein bisschen eine Chronologie vom Projekt. Seit 2008 ist die Kooperation zwischen Landesdenkmalamt und Universität Tübingen. Und schon im ersten Jahr der Kooperation haben wir dann einen Wasserbüffel entdeckt. Das heißt, ein Tier, das wirklich sehr, sehr selten ist, gerade in Norddeutschland. Und dann haben wir an der Obere Berme ausgegraben, 2012 die Säbelzahnkatze, umgangssprachlich Säbelzahntiger entdeckt, also die erste. 2013 ist eben das Balion als Forschungsmuseum gebaut worden. Seit 2016 ist der Senckenberg mit dabei in dem Bereich Forschung. Und eben, wie ich erwähnt hatte, 2006 ist auch der Wurfstock entdeckt worden. 2017 haben wir diese eine Ausstellung, die wirklich sehr erfolgreich war, über die Säbelzahnkatzen und die jetzt auch durch Europa wandert. Und dann 2017-19 haben wir den Waldelefant ausgegraben, ein fast vollständiges Tier. Interessanterweise in Schöningen ist es so, dass wurde eine Rekonstruktion von einem solchen Waldelefant gemacht. Und darüber werde ich ja später nochmal in Detail gehen. Und in den letzten 2 Jahren haben wir sehr, sehr viel über Fußabdrücke von Tieren gearbeitet. Das heißt, sogar Fußabdrücke von Tieren sind am Ufer von dieser See, von dieser Fundstelle erhalten. Das ein bisschen, um die Chronologie der letzten Jahre darzustellen. Das ist so, dass die Fundstelle Schöningen ist aber auch ein Langzeitprojekt, was Forschung betrifft. Hier einige Publikationen. Eben fast jedes drittes Jahr publizieren wir ein Band
das man online bei den Seiten von Landesdenkmalamt herunterladen kann. Zuerst das ging um die Chronologie, um die Geologie, Fische, Reptilien und Amphibien auch. Dann 2018 kam die Doktorarbeit von Gelinde Bigger als Band 3 von der Schöninger Reihe. Und in den nächsten Wochen wird eben ein Band über die Säbelzahnkatze auf Latein Homotherium publiziert werden. Ich stehe meistens hier allein, um Vorträge zu halten, aber ich möchte betonen, es ist so, dass das Forschungsprojekt der Schöningen ist im wahren Sinn des Wortes ein multidisziplinäres und ein internationales Forschungsprojekt. Wir arbeiten und kooperieren mit etwa 80 Kollegen aus über 30 Institutionen von etwa 8 verschiedenen Ländern. Und da ist es so, dass die Forschung ist sehr, sehr spannend. Da ist es so, dass jeder hat seinen Schwerpunkt und auch seine Expertise. Und das ist so, dass heutzutage Forschung auf ein Niveau, das wirklich weltweit wahrgenommen wird, muss international sein, sonst wird sie gar nicht wahrgenommen. Und wir arbeiten in diese Richtung. Natürlich ist das Landesdenkmalamt eben die Institution, mit der wir am meisten kooperieren. Aber die Universität Leiden ist auch seit 25 Jahren dabei, die Leuphana-Universität und das ist also das auch viele andere. Ja, das war als kurze Einführung. Ich möchte heute aber auch darauf hinweisen, warum ist das Schöningen so wichtig? Das ist also, ich möchte nicht, dass für Sie klar ist, dass für mich wichtig ist, sondern ich möchte, dass auch für Sie klar wird, warum Schöningen so eine einmalige Fundstelle ist. Zuerst, Schöningen ist eine Fundstelle oder ein Fundstellenkomplex, das ca. 300.000 Jahre alt ist. Bei 300.000 Jahren ist das so, dass man kann sich das kaum vorstellen. Ein Mensch lebt 100 Jahre. 300.000 ist eine Zeit, die man sich kaum vorstellen kann. Da ist das so, dass bei Menschen eine Generation, also sind etwa 25 Jahre, unsere Eltern waren 25, als wir geboren sind, da ist unsere Großeltern waren vielleicht um die 50, ein bisschen mehr. Da ist das so, dass wenn man als Generationen zählt, wir haben 12.000 Großeltern hinter uns, zwischen uns und Schöningen. Um einen kleinen Vergleich zu machen, die alten Römer, und Sie merken von meinem Akzent, ich bin Römer, ich komme aus Italien, da ist es so, dass die alten Römer, die waren nur, oder die sind nur 2000 Jahre alt. Das sind nur 80 Generationen. Also zwischen den alten Römer und Schöningen sind immer noch 298.000 Jahre. Unvorstellbar. Deswegen schon das Alter von dieser Fundstelle ist besonders, weil es öffnet ein Fenster in eine Zeit, von der wir kaum Informationen haben. Ein zweiter Aspekt, das für mich sehr, sehr wichtig ist, ist so, dass Schöningen liegt in Mitteleuropa. Sie werden sagen, ja klar, ganz Deutschland liegt in Mitteleuropa. Interessant aber, wenn Sie auf diese Karte sehen, Sie sehen hier grüne, blaue und rote Linien, das ist die Ausdehnung der Gletscher. Da ist es so, dass Schöningen liegt nördlich von der maximalen Ausdehnung, sowohl von der Elster-Eiszeit, die etwas vor ca. 400.000 Jahren war, 350.000, und der Saale-Eiszeit, die dann etwas zwischen 250.000 und 200.000 Jahren war. Das heißt, Sie sehen auf der rechten Seite, eben, wir haben eine Warmzeit, in der ungefähr so warm war wie heute. Und Schöningen liegt am Fuß des Elm und vor Schöningen hat sich ein See gebildet. Auf diesem See waren Menschen und die haben eben ihre Aktivitäten durchgeführt und einfach Müll hinterlassen. Knochen, Hölzer, Steine. Davor war aber eine Zeit, wo es 300 Meter Eis gab. Das heißt, in Schöningen, in der Zeit der Elster-Eiszeit, war dunkel. Es gab kein Leben. Es waren die Gletscher dort, 300 Meter. Und dasselbe passierte danach.
In der Saale-Eiszeit sind wieder 300 Meter Eis. Das heißt, wir sind wie in einem Sandwich dazwischen. Und deswegen ist chronologisch sehr, sehr spannend zu sehen, was in Schöningen passiert. Und das ist eine Warmzeit, die wir fast vollständig untersuchen können. Hier ein Bild, um die Größe darzustellen. Sie sehen oben links das Bild, das Foto. Hinten ist der Kraftwerk Buschhaus. Hier diese Bagger, der ist eben ein Schaufelradbagger, 40 Meter hoch, 80 Meter lang. Und unten das Ganze schematisch dargestellt. Unsere Fundstelle, unsere Fundschichten sind einige Meter mächtig, bis zu 8 Meter. Und darunter ist eben die Elster-Eiszeit, darüber die Saale-Eiszeit und diese Fundschichten dazwischen. Ja, warum ist aber auch so wichtig? Weil wenn man in Mitteleuropa ist, hat man, anders als in Russland oder in Südeuropa, die Chance, den Wechsel von Klima und von der Fauna wirklich im Detail zu untersuchen. Weil wenn es eine Warmzeit gibt, dann kommt eben die Fauna aus Südeuropa, wandert wieder nach Norden. Dann hat man Elefanten, Nashörner, Reh, Wildschweine. Wenn dagegen kälter wird, wandert diese Fauna, diese wärmeliebende Fauna wieder nach Südeuropa und kommt dann der Fauna aus der Sibirien, wie eben Mammut, Wollnashorn, Rentier. Und diese Wechsel kann man in Schöningen sehen. Dann, wenn besonders kalt ist, dann ist auch diese Fauna, wandert weiter nach Süden und dann kommen die Gletscher. Der dritte Aspekt, der für mich wichtig ist, ist, dass Schöningen eine einmalige Erhaltung hat. Ich werde nie müde werden, das zu betonen. Da ist es so, dass Sie sehen in diesem Bild, eben sind hier ein Flügel von einem Insekt, fantastisch erhalten. Oben rechts sieht man die Schale, eine Eierschale. Da ist von einem Singschwan. Da ist es so, dass Eierschalen oder Eier ist ja, der Inbegriff von etwas, das zerbrechlich ist. Dass man so etwas hat von vor 300.000 Jahren, das ist fast wie ein Wunder. Meine Kollegen vom Mittelalter würden sich schon freuen, wenn man ein Ei von vor 300 Jahren finden würde. Unten, Sie sehen auch weiter, eben, dass die Hölzer sind gar nicht versteinert. Da kann man sogar die Zellen erkennen. Die Samen, die man in Schöningen gefunden hat, die sind tot. Das heißt, sie keimen nicht mehr, aber die sind perfekt erhalten. Viel, viel besser, als man eben zum Beispiel in Mesopotamien oder in Ägypten noch findet. Aber eben, Mesopotamien, Ägypten, das sind einige tausend Jahre. Schöningen ist 300.000 Jahre alt. Und unten, hier einige Fotos, die Kim Kran gemacht hat, von der Technischen Universität in Braunschweig. Man sieht Ostrakoden und Diatomeen. Das heißt, sogar unter dem Mikroskop sind kleine Lebewesen oder Resten davon noch perfekt erhalten. Also das ist wirklich ein Traum. Ich kann, eben wie ich am Anfang gesagt habe, nicht über die Fundstelle noch lange reden. Glauben Sie mir aber trotzdem, dass ich ein Beispiel bringe. Hier ein Stück, eine Eierschale. Wir haben über 200 solcher Stücke. Sie sehen, das sind 5 mm, also ist da wirklich eine starke Vergrößerung. Dieser Bereich hier ist dieser Bereich hier. Hier wechseln wir auf 1 mm. Anhand der Poren und der Linien und der Dicke von einer Eierschale kann man feststellen, eben was für eine Vogelart ist. Das machen wir eben mit dem Frank-Steineimer von der Universität in Halle. Und da ist es so, dass ja, wir haben uns diese 200 Stück angeschaut und bei diesem hier, das ist die innere Seite von einer Eierschale. Man sieht, wie der Küken gepickt hat, um aus dem Ei rauszuschlüpfen. Also in Schöningen ist die Haltung so fantastisch, dass man auch solche Geschichten, kleine, nette Geschichten, ja, findet oder ablesen kann, eben wenn man sich ja mit der Thematik auseinandersetzt und kennt.
Ich sagte natürlich eine einmalige Erhaltung. Also es gibt keine Fundstelle auf der Welt, die so eine Erhaltung hat wie Schöningen. Holzartefakte, Fußpaläolithikum, also ein Traum. Ich habe schon gesagt, ich bin Römer. Ich denke manchmal, ja, wie viele Speere hat man in alten Rom gehabt? Im Laufe der 1000 Jahre Geschichte von Rom. Das müssen Millionen gewesen sein. Wie viele sind in Rom erhalten geblieben? Ich glaube, gar keinen. Und Rom ist eben, wie ich vorher sagte, 2000 Jahre alt. Schöningen ist da 300.000 Jahre. Deswegen ist es unglaublich, dass man das hat. Und diese Erhaltung hat da seine Gründe. Der erste Grund, dass man im Tagebau heute nicht mehr sieht, ist der Grundwasserspiegel. Wie ich sagte, wir sind am Ufer von einem See. Alle diese Funde lagen bis 1980 unter dem Grundwasserspiegel. Das heißt, wenn die Funde im Wasser sind, bleiben sie sehr gut erhalten. Sie kennen das vielleicht von Fernsehsendungen über die Titanic oder über Schiffe, die im Meer versunken sind. Also wenn das eben, wenn noch Hölzer oder organisches Material im Wasser ist, bleibt das sehr, sehr gut erhalten. Der zweite Aspekt ist aber, dass der Helm oben besteht aus Muschelkalk. Das heißt, das Wasser, die vom Helm runterkommt, ist sehr kalkhaltig. Aber nicht zu kalkhaltig, weil das wäre ein Problem. Es würde Travertin oder Sinter bilden. Aber nicht zu wenig, weil wenn ein Boden kein Kalk hat, ist er sauer und dann gehen Knochen innerhalb von wenigen Jahren kaputt. Das heißt, man hatte die perfekte Bedingung. Und der dritte Aspekt ist also, dass diese Schichten, wir haben organische Schichten und Schlammschichten. Diese Schlammschichten, die sind aus sehr, sehr feinem Sediment, so fein, dass eben kein Sauerstoffaustausch stattfinden kann. Und das ist klar, ohne Sauerstoff, man sagt eben unter anaeroben Bedingungen können keine Bakterien sich stark vermehren, keine Pilze, deswegen die Erhaltung ist also wirklich einmalig. Und erlauben Sie mir nochmal einen vierten Punkt dazu bringen. Schöningen ist systemrelevant. Das sage ich immer wieder. Jetzt, dass wir in eine etwas komische Zeit sind mit dieser Corona-Pandemie, fällt das da vielleicht noch mehr auf. Da ist also, dass ja, der Mensch fragt sich immer, wer bin ich, wer sind wir, woher kommen wir, wo gehen wir hin? Und das seit Jahrtausenden. Eigentlich ist das wahrscheinlich einer der ersten Gedanken, den der Mensch gehabt hat, als er ihm klar wurde, dass er ein Mensch ist. In der Geschichte hat man versucht, eben mit Religion solche Fragen zu beantworten oder mit Vorstellungen, mit Geschichten. Hier in Schöningen, wir können mit der Wissenschaft zeigen, wie die Welt vor 300.000 Jahren war. Und da ist nicht nur die Umwelt, sondern ist auch der Mensch. Also unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern waren da. Und das finde ich total spannend, weil es bringt uns in eine Zeit, wo man angefangen hat, Mensch zu werden, Feuer zu machen, Waffen zu haben, wo der Mensch auch sicher verlassen musste auf den anderen. Weil dann ist doch völlig klar, dass wenn eine Säbelzahnkatze unterwegs war, es war wichtig, dass mein Kumpel mich schützt, indem man gelernt hatte, dass wenn man einen Streit hatte, musste man immer irgendwann Schluss machen, weil eben ich auf die andere angewiesen bin. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass der Schöningen für unsere kulturelle Evolution ein Meilenstein ist. Aber Schöningen ist auch systemrelevant, weil in Schöningen können wir Klimawandel untersuchen. Also wir haben ein ganzes Paket an Schichten, also über 40 Meter. Und wir können auch den Verlust an Biodiversität untersuchen, weil in Schöningen war das Klima hundertprozentig natürlich. Und eben die Umwelt war auch natürlich. Heutzutage sprechen viele von Anthropozän. Was ist das? Die meisten Leute, die darüber reden, wissen nicht einmal, was das ist. Womit vergleicht man? Vergleicht man mit der Umwelt, die gab, als ich geboren bin, also vor 50 Jahren? Oder vergleicht man mit der Umwelt, die bei den Römern gab? Aber da hatten die Römer schon ganze Arbeit geleistet.
oder am Beginn des Holozän, als die ersten Bauer eben nach Europa kamen und dann Wälder angefangen haben abzuholzen und Landwirtschaft betrieben haben. Es ist also so, dass der Mensch hat schon viel, viel früher angefangen, in die Umwelt eben seine Spur zu hinterlassen. Und in Schöningen können wir zeigen, nein, es gab eine Zeit, wo der Mensch da war, aber die Natur hat ihn so gut wie gar nicht wahrgenommen. Weißt du, also er hat gar keinen Einfluss auf das Klima gehabt und auf jeden Fall keinen Einfluss auf die Biodiversität. Ja, jetzt, dass ich ein bisschen versucht habe zu erklären, warum Schöningen so wichtig ist, gehen wir auf die Fundstelle Schöningen. Wo liegt der Fundstellekomplex Schöningen? Ja, für Leute aus Niedersachsen ist das relativ einfach. Es liegt im Osten von Niedersachsen, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Man sieht hier den Helm, das ist da eben ein Hügel, wäre für italienische Begriffe, ist das so, dass in Norddeutschland ist da ein Berg, über 300 Meter hoch. Und da ist es so, dass im Osten sieht man hier ist die Stadt Schöningen und hier der Tagebau. Natürlich vom Elm runter fließt ständig Wasser dann in alle Richtungen. Hier nochmal den Tagebau etwas in Detail dargestellt. Jede Quadrat hier sind 100 mal 100 Meter. Hier sieht man sehr, sehr schön, dass eben Schöningen nicht eine Fundstelle ist, sondern ein ganzer Fundstellenkomplex. Hier, das ist der DB-Pfeiler, wo wir eben zwischen 2008 und 2009 gegraben haben. Wir haben versucht, schneller als der Bagger zu sein. Wir haben das nicht geschafft, der Bagger war schneller, aber wir haben versucht, so viel zu retten wie möglich. Dann haben wir die Fundstelle Schöningen 13 DB, also von dem deutschen Bahnpfeiler, Schöningen 13 1. Und das ist der Bereich, wo eben die Forschung seit 30 Jahren auch schwerpunktmäßiger sicher tätig ist und wo auch die Speere, die Säbelzahnkatze, aber auch der Elefant entdeckt wurde. Gehen wir nochmal auf diesen Bereich von Schöningen 13.2. Sie sehen hier die verschiedenen Schichten. Wie ich sagte, wir haben 6 bis 8 Meter Tiefe und Sie sehen, ich hoffe, dass das gut zu erkennen ist, einerseits dunkle Schichten, andererseits hellgraue Schichten. Die hellgrauen Schichten, das ist der Seesediment, also Seeschlamm. Sehr, sehr fein, dass er sich in einen See lagert, sehr, sehr langsam in 2, 3 bis 7 Meter Tiefe. Dagegen diese dunkleren Schichten, die man hier sieht, das ist der Seeufer. Das heißt, hier sind Blätter, Hölzer, aber auch organisches Material, also das Fleisch von den Tieren, die verdorben ist. Und dann eben das bleibt dunkelbraun. Das zu verdeutlichen, ich sage immer, ja, wenn eine Banane draußen ist, innerhalb von kürzester Zeit, sie wird braun. Warum? Weil sie oxidiert. Das ist eben typisch bei organischem Material. Dasselbe muss man sich vorstellen am Ufer von diesem See. Hier, Sie sehen einen Plan, das der Kollege Utzböhner gemacht hat, von der wichtigsten von diesen Fundstellen. Gehe ich kurz zurück. Das ist hier die Verlandungsfolge 4, die hier in diesem Bild schon vollständig ausgegraben wurde. Und man sieht, wir sind am Ufer von diesem See. In diese Richtung, also Richtung Osten, geht man hinein in den See, also es wird tiefer. Dagegen Richtung Westen geht man zum Elm, also es wird höher. Und am Ufer von diesem See, es gibt etwas ein Band von etwa 10 Meter, in dem eben sehr, sehr viele Reste von der Pferde, Steinartefakte, also sind etwa 25 Pferde in diesem Areal erhalten, sind über 1500 Steinartefakte, etwas 10 Speere und dann viele andere Tiere und auch andere Holzartefakte. Hier übrigens jede Quadrat, hier, das sind 10 mal 10 Meter. Der Mensch ist da, der hat eben mit diesen Tieren zu tun. Wir haben über 2000 Knochen mit der Schnittspuren oder Schlagspuren drauf. Aber kein Bild verdeutlicht das mehr als diese Einbilder, das Klaus Cornelius gemacht hat, wo man
eindeutig sieht, wie diese eine Schaber hier eben inmitten von einer Ansammlung von Knochen ist. Das heißt, die Menschen haben diese Tiere geschlachtet, das Fell abgezogen, die Sehnen geschnitten, das Fleisch weggenommen. Das heißt, wir haben Knochen und Steine, also Steinartefakte. Ich betone es nochmal. Das ist für archäologische Fundstellen im Paläolithikum das, was man findet. Aber also Steinartefakte sind eben aus der Stein, also bleiben meistens erhalten. Wenn man Glück hat, hat man auch Knochen. Aber eben Holzartefakte, das ist nur in Schöningen, dass man so viele hat. Also inzwischen sind etwa so 10 Speere. Das ist also, dass Sie sehen hier, wie der Schädel von einem Pferd hier liegt. Da ist der Unterkiefer, eine Wirbel und genau dazwischen ein Speer. Das heißt, Mensch und und Tiere waren gleichzeitig dort oder fast gleichzeitig. Und man kann sich eben vorstellen, wie eben der Mensch dort gejagt hat. Hier nochmal, also das ist der Speer Nummer 2. Hier ein Bild von der Speer Nummer 7, wo ich finde, immer fantastischer zu sehen, wie diese Spitze fein gearbeitet ist. Und das ist wirklich bis heute erhalten. Also das ist gar keine Frage, das ist ein Speer. Das ist von Menschen gemacht, von vor 300.000 Jahren. Da ist das so, dass ja, auf der Grabung betone ich immer, diese Holzartefakte sind für uns nicht als Objekte wichtig. Nein, die sind ein Proxy oder sind ein Mittel, um zu verstehen, wie die Menschen damals gelebt haben. Um ein Speer zu machen, braucht man Planungstiefe. Um ein Speer zu machen, braucht man Kooperation. Man geht da nicht allein auf die Jagd. Also ist das so, dass setzt voraus, dass auch die Leute eben diese Kenntnisse weitergegeben haben. Wir wissen aus anderen Fundstellen, dass der Homo heidelbergensis in dieser Zeit mindestens anatomisch in der Lage war zu sprechen. Und da ist das so, dass wenn er anatomisch in der Lage war, kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass er das auch gemacht hat. Und eben, diese Speere sind ja, für mich wie die Mona Lisa. Ja, das ist dazu, dass das sind wirklich Objekte, die uns von der Zeit erzählen, von vor 300.000 Jahren. An diesem Punkt sage ich immer, ja, in Schöningen, wir haben keine Menschenreste. Stimmt, wir haben nicht einmal einen Milchzahn von einem Mensch. Aber das brauchen wir nicht. Für mich als Archäologe ist nicht wichtig, zu wissen, was für Krankheiten dieses eine Individuum gehabt hat oder wie dick der Schädel von dem anderen war. Für mich ist wichtig, was in dem Schädel drin war. Was haben die Leute geplant? Was haben die sich gedacht? Deswegen sage ich auch immer, ja, die Leute fahren nach Paris, um sich die Mona Lisa anzuschauen. Niemand schaut sich den Schädel von Leonardo da Vinci an. Das ist der Punkt, wo ich sage, Schöningen, die Schöninger Speere sind wirklich eine Weltsensation. Und hier ein Bild von Benoit Clarisse, das er aus Palion gemacht hat, wo man sich vorstellen kann oder überlegen kann, wie das gewesen sein könnte, so eine Jagd. Also die Homo heidelbergensis, die haben in Gruppe gejagt, vielleicht haben die Pferde eben zwischen Wasser und Uferbereich gezwungen. Pferde sind Tiere, die eben eigentlich auf einem Finger laufen. Das sind nicht wie Wasserbüffel, Auochse oder Bison, die mit zwei Fingern oder Reh, die wieder zuziehen können und das wegnehmen können. Nein, nein. Wenn sie im Schlamm stecken, das ist beim Pferd wirklich schwierig, den Fuß wieder raufzuholen. Vielleicht wussten die Menschen, wie das geht. Jetzt ist wissenschaftlich für uns die Frage, ja, von diesen 25 Pferden, die man auf diese eine Fläche, die ich gezeigt habe, gefunden hat. Auf der gesamte haben wir in der gleichen Horizont wahrscheinlich 50 Pferde. Wie viele davon sind wirklich gejagt worden? Wie viele sind davon selbst gestorben? Weil, ja, das gibt auch, natürlich. Und das ist das, was wir versuchen zu erforschen. Aber ich möchte nicht nur über die Vergangenheit sprechen, was bis jetzt schon bekannt war, sondern eben über neue Funde. Hier möchte ich Ihnen kurz der Einwurfstock, das 2016 entdeckt wurde und 2020 eben von Professor Konrad, von Ferle Roth, Gelinde Bigger und mir in Nature publiziert wurde. Dieses Objekt ist eben, ja, vielleicht am Anfang unscheinbar.
aber da ist er so um die 60 cm etwas mehr lang. Und das Besondere, der hat Beschädigungen. Das heißt, ist das so, dass er, der wurde verwendet. Der ist bearbeitet. Man hat es auf beide Seiten zugespitzt, ohne aber, dass die Spitzen absolut so spitze sind wie bei den Speeren, weil eben ein Wurfstock ist dafür gemacht, dass er über sich selber rotiert. Das ist so, das ist wie ein Boomerang, der aber nicht zurückkommt. Den wirft man, um eben einen kleinen Vogel zu jagen oder bis zum Reh geht das. Es ist so, dass dieses Objekt hat Beschädigungen, die zeigen, dass das auch verwendet wurde. Und durch diese Analyse kann man auch, also mit gutes Gewissen, davon ausgehen, dass auch der Wurfstock, das auch als solche erkannt wurde, der 94 eben ausgegraben wurde und dann publiziert wurde, dass das auch ein Wurfstock ist. Ich bin gespannt, das ist ein Bereich, wo Professor Terberger gerade ein DFG-Projekt hat, wo geforscht wird über die Holzartefakte von Schöningen. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren an Ergebnissen in diese Richtung geben wird. Hier natürlich viele Wörter erklären oder können erklären, wie das gewesen ist. Aber nichts ist besser als Bilder. Hier nochmal ein Bild von Benoit Clarisse, wo wir uns so vorstellen können, dass eben solche Stöcke verwendet wurden, um eben Vögel entweder in der Luft zu jagen, also wenn sie fliegen, wenn man so einen Stock in der Luft wirft, wenn ein Schwarm an Vögel gerade hochfliegt, dann ist das sehr effektiv. Man braucht auch das Tier nicht zu töten. Es reicht, dass der Flügel beschädigt ist, dass der Vogel am Boden kommt, dass er ein bisschen benommen ist. Ja, dann gehe ich hin und ja, habe ich mein Abendessen. Oder eben vielleicht hat man das verwendet, hier um Singschwäne zu jagen. Wir haben eben diese Singschwäne, die haben einen gelben Schnabel. Das haben wir als in dieser Rekonstruktion so gewählt, weil eben Singschwäne sind durch die Eierschalen nachgewiesen. Also wir wissen, dass diese Tiere da waren. Das ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die man in Betracht ziehen muss, ist aber auch, dass vielleicht sind diese Wurfstöcke auch verwendet worden, um große Säuger in eine bestimmte Richtung zu lenken. Da ist das so, dass wenn man eben Pferde ja, mit so einem Stock ärgert, dann geht die ganze Herde in eine bestimmte Richtung und das kann man lenken. Und auf der anderen Seite könnten eben Menschen damit Speere da gewesen sein, um dann diese Tiere zu jagen. Ja, ich habe gesagt, eben die Holzartefakte, Speere, Wurfstöcke. Eine von diesen Speere ist eben kein Speer zum Werfen, sondern eine Lanze, eine Stoßlanze. Und das ist so, dass man sieht, die Menschen hatten nicht nur eine Waffe, sondern ein ganzes Kit an Waffen. Das heißt, die waren wirklich Jäger, die wussten, was sie machen. Es ist so, dass ich werde nicht heute über die Details gehen können. Es gibt da natürlich Knochenartefakte, die sehr, sehr spannend sind. Und über die Knochen und die Fauna von Schöningen arbeitet seit lange eben Professor Thijs van Kalkschoten. Und über die Steinartefakte ist es so, dass demnächst wird die Doktorarbeit von Barbara Rodriguez Alvarez erscheinen, die alle Steinartefakte von Schöningen, die sie zur Verfügung hatte, untersucht hat. Und darüber freue ich mich ja sehr. Ja, durch das Schöningen wissen wir also, dass der späte Homo heidelbergensis moderner war. Es ist ja so, dass früher hat man immer sich vorgestellt, ja, also, dass der Neandertaler plump war. Wenn Sie jemand sagen, du bist ein Neandertaler, ja, da fühlt sich wahrscheinlich die Person nicht geschmeichelt. Beim Homo heidelbergensis, manche sagen auch Homo erectus, wir geben zu, okay, der kann aufrechter stehen. Aber was konnte er wirklich? Durch Schöningen können wir zeigen, dass diese Menschen Planungstiefe hatten, gejagt haben und, ich möchte nochmal betonen, in Mitteleuropa gelebt haben, auch in einer Zeit, wo bis zu 2-3 Grad kälter war als heutzutage. Denken Sie darüber nach, ob Sie überleben könnten ohne Zentralheizung, ohne Kleidung, die eben ständig gewechselt werden kann, also ist wirklich eine Herausforderung.
Deswegen Schöningen Zeit der Homo heidelbergensis war wirklich für viele Aspekte sehr modern. Hier übrigens ein Bild aus dem Paläo. Das ist aber wichtig, dass man betont, er war nicht allein. Es gab auch andere Jäger. Ein besonderer Jäger war die Säbelzahnkatze. In Schöningen hatte man auch, bevor wir die Säbelzahnkatze entdeckt haben, 2012, und auch in den nächsten Jahren haben wir 3 Individuen entdeckt, ist das so, dass es gab schon Reste von Löwen, von Wölfen, von Bären. Also ist da völlig klar, dass der Mensch nicht allein war. Aber bei der Säbelzahnkatze hat Klick gemacht. Es ist da völlig klar. Natürlich, ein Speer kann man nehmen, um sich um zu jagen, um Pferde zu jagen. Aber das ist keine alleinige Jagdwaffe. Ein Speer braucht man auch in erster Linie, um sich zu verteidigen. Oder wenn man ein Tier gejagt hat, um dann Konkurrenten wie Löwen oder Säbelzahnkatzen zu verjagen. Dann ist das so, dass man muss sich verteidigen. Und auf jeden Fall so ein Tier, der bis zu 200 Kilo schwer sein konnte, ist das so, dass wenn ich kein Speer in der Hand habe, ja, wird man schnell zum Frühstück für dieses Tier. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, dass man mit einer Waffe eben von dem eigenen Camp rausgegangen ist. Wo haben wir das gefunden? Also ist das so, dass Sie sehen hier nochmal den Bereich von den Speersockeln. Hier hat man die Speere gefunden. Das habe ich vorher gezeigt. Aber wir haben die Fortsetzung entdeckt an der oberen Berm. Und in diesem Areal haben wir eben die erste Reste von dieser Säbelzahnkatze gefunden. Genauso wie am Speerhorizont, also das ist auch weiter der Speerhorizont, aber wie auf dem Speersockel, zwischen diesem organischen Material und dieser Kalkmode. Da lag der erste Zahn, das wir gefunden haben, nur wenige Zentimeter groß, aber eindeutig der Zahn von einer Säbelzahnkatze. Da ist es so, dass Sie sehen hier auf der linken Seite diese Zähnelung. So eine Zähnelung, also das sind 22 kleine Zähnchen pro Zentimeter. Das ist mehr als mein Fleischmesser, das ich bei IKEA gekauft habe, hat. Also ist total scharf. Solche Zähnelung haben eben Tiere wie der Tyrannosaurus Rex oder wie Haifische oder manche Piranhas. Das ist so, dass es kommt immer wieder in der Natur bei Tieren, die fast ausschließlich Fleisch essen. Das heißt, schon diese Zahn ist eben, also bei den Säugetieren in Europa, gab es wirklich nur bei der Säbelzahnkatze, hat uns gesagt, Achtung, da ist eine Säbelzahnkatze. Inzwischen haben wir mehrere Reste gefunden, also Rippen, Schulterblatt, Langknochen. Und das ist übrigens ein Bild aus der Ausstellung und aus der Publikation von Wilgruber und andere von 2017. Ja, darüber haben wir uns schon sehr gefreut, eine Säbelzahnkatze zu finden. Übrigens die jüngste Säbelzahnkatze aus einem sicheren Kontext. Das heißt, wir können sagen, Mensch und Säbelzahnkatze waren gleichzeitig da. Aber Schöningen hat immer eine Überraschung parat. Das ist da, wo man sich nicht gewöhnen kann. Hier Sie sehen einen Langknochen von einem solches Tier. Das ist ein anderes Tier, etwas größer, ein älteres Tier. Und Sie sehen hier im Detail eine ganze Menge an Spuren und an Linien. Das heißt, diese Knochen ist vom Menschen verwendet worden und bearbeitet worden. Dann, als das gelassen wurde, hier man sieht da eine ganze Menge von Bissspuren, möglicherweise von Wölfen, die dann nochmal an diese Knochen dran gebissen haben. Aber ich kann natürlich erzählen, was ich will. Viel, viel besser sind eben Bilder. Hier, Sie sehen diese Detailaufnahme und man sieht, wie schön diese Kratzlinien sind, diese Kratzspuren. Da ist es so, dass mit einem Schaber haben die Menschen damals das Periostium entfernt, also die Knochenhaut, um diese Knochen dann als Werkzeug zu verwenden. Als was für ein Werkzeug? Also hier haben wir Schlagspuren, das heißt, dieses Objekt ist eben noch verwendet worden zum Schlagen oder als Unterlage, möglicherweise eben in Zusammenhang mit der Steinartefakt. Das ist der
einzige Knochen einer Säbelzahnkatze weltweit mit eben Bearbeitungsspuren. Natürlich, das ist der Aspekt, was wir Forschung, ja, wo wir Forschung machen. Aber in Schöningen, im Paläon, wir haben nicht nur Forschung gemacht. Hier möchte ich kurz hinweisen auf eine interaktive Arbeit, die wir am Computer realisiert haben für die Besucher vom Forschungsmuseum Schöningen, früher Paläon, wo eben man eine Säbelzahnkatze rekonstruiert hat und das interaktiv für die Besucher spannend ist. Das ist auch Teil der Arbeit, die wir machen. Ja, ich habe über den Wurfstock gesprochen, über die Säbelzahnkatze. Aber wenn Sie sich erinnern, es gibt einen dritten Aspekt. Eben, wir haben in den letzten Jahren auch einige sehr, sehr, sehr große Knochen gefunden. Hier, das war ganz am Anfang, wir hatten hier zwei dicke Knochen, also Zähne. Hier eine Wirbel, das ist ein Atlas, 40 cm groß. Es war völlig klar, wir haben hier mit einem Elefant zu tun. Am Anfang dachten wir, okay, ist vielleicht das so wie oft in Schöningen, dass man einige einzelne Knochen hat. Wir haben hier weitergegraben und Sie sehen hier, wir haben zwei Stoßzähne, hier die Rückenlinie. Und da möchte ich nochmal betonen, auch in diesem Aspekt hat das Landesdenkmalamt hier mit Michael Mayer und Michael Sitz uns sehr stark unterstützt. Also die Stoßzähne sind abgeholt worden und das wird demnächst, also sollen demnächst auch restauriert werden, sodass man für die Ausstellung, wie Henning sagte, 2023 fertig sind. Und hier nochmal ein Foto ein bisschen weiter, also die Stoßzähne waren in diesem Bereich, sind schon ausgegraben worden. Hier sieht man die Rückenlinie, hier Schulterblatt, also ist wirklich das Tier fast vollständiger. Das Spannende ist, dass in Schöningen versuchen wir auch die neueste Techniken anzuwenden. Wir haben hier mit der Structure for Motion gearbeitet. Ivo Ferreien hat über 500 Bilder gemacht und das, was wir nie zusammen sehen konnten, können wir am Computer jetzt sehen. Hier nochmal die Stoßzähne, Rückenlinie, Schulterblatt, also Rückenlinie, Schulterblatt und hier die Beine. Und hier sind die Füße von einem hinteren Bein. Also ist wirklich so, dass das finde ich auch spannend an Archäologie, dass man nicht nur forscht, nicht nur Knochen hat, sondern auch die neuesten Methoden immer anwenden kann, wie jetzt beim Vortrag auf YouTube oder eben diese 3D-Rekonstruktionen am Computer, also das ist spannend. Aber ist nicht nur, dass der Elefant da ist, also wir sind keine paläontologische Fundstelle, wir sind eine archäologische Fundstelle. Deswegen umso mehr freut man sich, wenn man doch hier oben rechts ein Knochenartefakt findet, dass also sind Spuren drauf. Ich gehe nicht mehr in Detail, weil wir die Publikation davon, die englische Publikation vorbereiten, die wissenschaftliche Publikation. Wir haben das schon in Archäologie in Deutschland publiziert. Aber wir haben auch Steinartefakte. Ja, das ist die Arbeit von Barbara Rodriguez Alvarez. Sie konnte zwei solche Abschlüsse, die nur wenige Zentimeter groß sind, zusammensetzen. Und damit können wir wirklich sagen, okay, es gab kaum Erosion, der Mensch war da, der hat an diesem Tier sicher was geholt, Fleisch oder vielleicht das nur aus Leder oder Sehnen, das wissen wir nicht, weil es ist völlig klar, dass wenn man ein 6, 7, 8 Tonnen Tier hat, man muss nicht auch an den letzten Knochen noch Fleisch wegkratzen, aber der Mensch war auf jeden Fall dort. Ja, das ist so, dass also wir haben nicht nur einen Elefant, wir haben auch den Mensch dort. In einem anderen Areal kam eben vor ein paar Jahren die Überraschung, wir haben auch Fußabdrücke von diesen Tieren. Das ist eine Arbeit, die wir zusammen mit Flavio Altamura von der Universität in Rom machen. Und da ist es so, dass man sieht auch wieder von diese Structure from Motion, wir haben die ganze Grabung jetzt so dargestellt in diesem Bereich. Man sieht Fußabdrücke, die 20, 30, 40 cm breiter sind. Und in manche Bereiche sind sogar zweimal ist ein Fuß da reingegangen. Das ist, finde ich, beeindruckender. Das ist sehr, sehr
Ja, das zeigt, also die Knochen zeigen uns den toten Tier, die Steinartefakte zeigen uns, dass da dieses Tier mit dem Menschen zu tun hatte, also dass der Mensch mit diesem Kadaver, mit diesem Skelett zu tun hatte, aber die Fußabdrücke zeigen uns den lebendiges Tier. Also die zeigen uns, dass hier eine kleine Gruppe an Elefanten vorbeigegangen ist. Aber wie ich vorher gesagt habe, eben eine Rekonstruktion kann uns viel, viel besser zeigen, wie wir uns das vorstellen. Hier ein Elefant, ist er getötet worden von den Menschen oder ist er von selbst gestorben, was ich bevorzuge? Ist das so, dass auf jeden Fall die Menschen sind da, die haben aus diesem Tier das geholt, was sie brauchten? Und eben das Tier ist am Ufer vom See. Ich fand es sehr, sehr schön, dass eben am Elmhaus ist von diesem Tier, es gab ein kleines Projekt, eine Rekonstruktion zu machen. Und eben dieses Koloss ist eben neben dem Elmhaus gebaut worden. Ich möchte betonen, das ist ein Waldelefant, ein europäischer Waldelefant. Das ist kein Mammut, aber trotzdem, der hatte sicher Fell. Da ist das so, dass ein Tier, es gibt in Mitteleuropa keine Tiere, die nackt rumlaufen. Sie brauchen ein Fell, sie brauchen auch Fett, das ist der Schutz. Aber ein Fell ist absolut notwendig. Das wissen wir, das weiß ich als Römer. Ist das so, dass Hannibal ist mit seinen Elefanten über die Alpen zwar gekommen, aber die sind alle, außer seine eigene, gestorben in Norditalien im ersten Winter. Das heißt, Elefanten, heutige Elefanten, können ein Klima, also ein Winterklima in Mitteleuropa sicher nicht überleben. Das heißt, diese Elefanten, die er gegeben hat, die mussten ein Fell haben, weil heute wie damals, der Winter war hart, die Tage waren kurz, also es waren mit Sicherheit behaarte Tiere. Ja, diese Geschichten über eben den Elefant, den Wurfstock, die Säbelzahnkatze, über die Speere, über die Menschen, was die gejagt haben, was sie gegessen haben, wie sie gelebt haben, wie die Umwelt war, wie das Klima war. Das sind in Forschungsmuseum Schöningen erzählt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie uns dort besuchen, sobald das Museum wieder aufmachen kann. Es ist so, dass erlauben Sie mir doch eine letzte Anmerkung. Ja, es gibt manche Leute, die ein bisschen überheblich sagen, ja, das sind Stöcke. Warum ist das so wichtig? Sie wollen das gar nicht erkennen, dass Schöningen wirklich systemrelevant ist, dass das wichtig ist. Deswegen habe ich ja dieses Bild gewählt. Auf der rechten Seite, Sie sehen einen Schöninger Speer. Auf der linken Seite ein Fußabdruck. Das ist ja so, das ist nur ein Fußabdruck. Das ist ja so, das eigentlich ist Dreck. Das könnte man auch sagen. Aber jedem ist klar, dass das ein besonderer Fußabdruck ist. Und die Schöninger Speere sind auch besondere Funde. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und natürlich möchte ich mich bei allen Kollegen und Mitarbeitern im Projekt Schöningen bedanken. In erster Linie bei den Doktoranden Barbara Rodriguez-Alvarez und Ivo Ferreyen, bei meinem Chef Professor Konrad, aber beim Grabungstechniker Jens Lehmann, bei der Grabungsmannschaft mit dem Vorarbeiter Wolfgang Mertens und bei den vielen Kollegen, die eben auf der ganzen Welt eben arbeiten, sehr eng mit der Universität Tübingen oder mit dem Landesdenkmalamt. Und ich kann Ihnen versichern, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren werden wir weiter spannende Entdeckungen haben. Vielen Dank.